Ich sehne mich nach dir. Und als ich dich gestern wiedergesehen habe, hat es mich wieder voll erwischt. Ari. Natascha, ich will dich zurück. Um jeden Preis. Nenn mir einen Grund, warum ich den Fürstenhof behalten und hier bleiben sollte. Einen einzigen. Da gibt es Tausende. Denn genauso geht's dir mit den Backen. Nur der Fahrstuhl. Das scheint hier ein Stromausfall im ganzen Haus zu sein. Tja, ein Glück, dass wir nicht stecken geblieben sind. Allein mit Ihrem Fahrstuhl wäre mal eine neue Variante. Jetzt komm, hör auf. Ich habe mich doch wohl klar genug ausgedrückt, oder? In der Tat. Mir fällt es mir schwer zu glauben. Du hast schon ganz andere Kaliber absolviert. Die habe ich auch alle nicht geliebt. Und bei deinem Barchef soll das jetzt anders sein. Warum hast du mir denn nie von ihm erzählt? Natascha, meinst du nicht, dass du dir was vormachst? Wir hätten beide unsere Liebschaften on the side. Aber gesucht haben wir immer nur uns. Früher vielleicht. Aber für mich gilt das jetzt nicht mehr. Und deine Karriere? Ist dir die auch nichts mehr wert? Oder nimmst du deine große Liebe jetzt mit, wenn es dich wieder in die Ferne zieht? Die Frage stelle ich mir, wenn es soweit ist. Dann solltest du damit anfangen. Ich habe nämlich für nachher einen interessanten Termin für dich arrangiert. Charlotte. Irgendwann haben wir keinen Strom mehr. Im ganzen Haus nicht. Gerade heute, wo ich mir freigenommen habe. Woran kann das liegen? Naja, da ist weder an der Lampe aus dem Schmuckladen lag, noch ein Problem beim Versorger. Tja, werde ich mich weiterhin auf Spurensuche begeben müssen. Gell? Allein schon, um das Schandmal von deinem Ex-Mann zu stopfen. Wieso, was hat Werner gesagt? Naja, dass er sich fragt, warum er mich überhaupt bezahlt und so weiter und so fort. Ganz was anderes. Ich will dir was zeigen. Setz dich bitte. Aha. Hier, schau. Seite 5. Danke. Oh. Dein Roman? Ja. Die ersten Seiten vom Vorabdruckfortsetzung folgt.
Gratuliere, das ist ja großartig. Okay. Naja, ich meine, wenn es dem Leser gefällt, kauft er hoffentlich das ganze Buch. Ja, aber das hier stammt hoffentlich nicht aus deiner Feder. Was denn? Als Vorlage für das gräfliche Schloss diente der Fürstenhof. Hinter der Gräfin Rosenberg verbirgt sich Charlotte Saalfeld und hinter dem selbstverliebten, despotischen Fürsten von Breitfeld ihr Ex-Mann, Hoteldirektor Werner Saalfeld. Na, also komm, das glaube ich jetzt nicht. Jetzt zeig mal her. Ja, bitte. Hier, in dem Artikel, hier. Okay. Im wahren Leben entnommen, Charaktere authentisch wie selten. Also das grenzt an Rufmord. Das gibt's doch nicht. Also ich hatte wirklich keine Ahnung davon. Das ist ja eine Riesenschweinerei. Bitte machen Sie eine Ausnahme und lassen mich mitfahren. Das geht leider nicht, aber Sie können ja nachkommen. Was ist denn hier los? Konstantino? Konstantino ist ins Krankenhaus. Was ist denn passiert? Er ist von der Leiter hinuntergestürzt. Ist er schwer verletzt? Wann wird er denn beatmet? Das ist zur Sicherheit, weil er immer noch bewusstlos ist. Seit wann? Wie lange schon? Warten Sie, ich komme mit. Nein, 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 das machen die nicht. Ich hab's auch schon versucht. Ich bin seine Mutter. Natürlich nehmen die mich mit. Ich weiß, in welches Krankenhaus er gebracht wird. Bitte holen Sie uns einen Wagen, okay? Aber es wird alles gut, ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Nicht wehtun. Bin ich aus Zucker oder was? Ich komme damit klar. Das glaube ich eben nicht. Und deswegen ist es besser, wenn ich nicht bei dir einziehe. Du bist aber nicht die erste Frau, die mir einen Korb gibt. Ja, bis jetzt habe ich das immer überlebt, okay? Ja, aber bisher hat auch keine von denen bei dir gewohnt. Aber wir sind doch miteinander befreundet. Wir verbringen unsere Freizeit zusammen. Ich bin noch nie kopflos über dich hergefallen, oder? Also komm, du kannst mich doch jetzt in meiner Wohnung nicht hängen lassen. Wenn du so dringend einen neuen Mitbewohner brauchst, dann mach einen Aushang am schwarzen Brett. Du hast doch selber gesagt, dass dir das Zimmer besser gefällt als dieser Hühnerkäfig im Personalstab. Ich hätte ständig ein schlechtes Gewissen. Meine Gefühle sind aber mein Problem und nicht deins. Das sagst du jetzt. Und wenn ich dann bei dir eingezogen bin, dann leidest du ständig still vor dich hin. Quatsch. Als Assistent der Geschäftsführung habe ich so viel zu tun, dann bin ich kaum zu Hause. Also gut, Xaver. Angenommen, ich ziehe bei dir ein. Was, wenn du nach Hause kommst und ich bin nicht alleine? Was, wenn ich mit einem anderen Mann im Bett liege und du musst nebenan schlafen? Es würde einfach nicht funktionieren. Es tut mir leid. Jetzt geh bitte wieder nicht an die Decke. Ach, ich habe ganz andere Sorgen, als auf dieses dilettantische Geschreibsel deines Zukünftigen zu reagieren. Julius hat das nicht geschrieben. Er war selber vollkommen entsetzt. Er sollte sich viel lieber um den Stromausfall kümmern. Das tut er bereits, obwohl heute sein freier Tag ist. Wenn das erfolgreich ist wie bisher, dann können wir hoffen, dass er nicht alles in Schutt und Asche legt. Jetzt ist es genug. Ich höre mir deine Stichelei nicht länger an. Entschuldige, Charlotte, aber ich habe ein viel größeres Problem. Und du auch, wenn Doris ernst macht. Hat sie wieder gedroht, den Fürstenhof zu verkaufen? Ich fürchte nur, diesmal macht sie es. Sie glaubt, ich halte sie hin. Und recht hat sie. Wie oft habe ich gesagt, dass ich sie liebe? Auf gewisse Weise habe ich das ja auch getan. Aber jetzt bringe ich diese Worte nicht mehr über die Lippen. Es gibt also nichts mehr, was sie aufhält? Drei kleine Worte und der Fürsten, für die mir gehören. Ich kann das nicht mehr. Ich habe diese Heuchelei so satt. Du weißt, wen ich liebe, Charlotte. Und Doris weiß es auch. Werner... Ich fürchte, wir werden den Fürstenhof verlieren, Charlotte. Und ich kann es Doris nicht mal verdenken. Ja, bitte. Verzeihung, Herr Direktor, aber es ist etwas Furchtbares passiert. Warte mal, Julius, schau mal nach. Mach mal den Herd an.
Hey, okay, Strom ist wieder da. Ich danke dir, Julius. Also pass auf, Rostbeef wieder in den Ofen, wenn die Temperatur oben ist. Und die Kürbissuppe auf kleiner Flamme langsam hochkommen lassen, ja? Ihr zwei, ihr geht in die Kühlung. Wenn irgendwas hin ist, wird ratzfatz entsorgt, ja? Ach, unsere wiedergenesene Invalidin. Halbe Stunde zu spät, sehe ich dir von vorn ab. Wenn es dich glücklich macht. Aber vorher solltest du vielleicht mal das hier lesen. Du solltest dich vielleicht mal um die Zucchinis kümmern. Moment, du hast genau 10 Minuten Zeit. Wenn der Wecker klingelt und du bist nicht fertig, weil das der letzte Arbeitstag. Papa, du wirst da verunglimpft. In Julien geschnitten, bitte. Im Zusammenhang mit dem Roman von Herrn König. Jetzt hör mir doch mal zu. Da. Der kaltherzige Leibkoch des Fürsten, ein Mann wie ein Peitschenknall. Damit bist du gemeint. Wenn du dich nicht sofort an die Arbeit machst, dann wirst du bald begreifen, wie zutreffend diese Beschreibung ist. Lässt sich das denn völlig kalt? Mich interessiert nur meine Arbeit, nicht das Geschreibsel von irgendwelchen Schmieranten, ja? Ja, aber wenn dann irgendwann die Gäste wegbleiben, interessiert es dich doch. Du bist dann namentlich genannt, genauso wie die Saalfels. Oh, das wird Werner und Charlotte aber schwer betrüben. Du musst dich dagegen wehren. Wenn dich das stört, dann unternimm du doch etwas dagegen. Du bist doch die Agentin von Julius. Mich interessiert das nicht. Ja, aber ich werde da nicht genannt und verunglimpft. Am besten, ihr schließt euch zusammen und erwirkt eine einstweilige Verfügung. Jetzt pass mal auf, Schätzchen. Du hast genau noch 9 Minuten und 15 Sekunden Zeit. 13, 12, 11, 10. Ich weiß es nicht. Wir warten jetzt auf Michael. Konstantin braucht dich jetzt, Mama. Du, ich muss Schluss machen. Komm so schnell, es geht hierher. Wie steht es denn um Konstantin? Wisst ihr schon was Neues? Unser Junge schafft es sehr stark. Ja. Dr. Niederbühl, wie sieht's aus? Wie schlimm ist es? Ihr Sohn wird gerade gerenkt. Danach machen wir ein CT, aber für eine abschließende Diagnose ist es noch zu früh. Sie haben doch eine Vermutung. Ihr Sohn ist immer noch bewusstlos, aber er atmet bereits selbstständig und das ist ein gutes Zeichen. Er hat einen Atemstillstand? Ja, wenn Marlene nicht sofort beatmet hätte, hätte er es wahrscheinlich nicht überlebt. Sie haben unseren Sohn das Leben gerettet. In der Situation, ich weiß nicht, ich habe einfach irgendwas gemacht. Danke. Vielen, vielen Dank. Das werde ich nie vergessen. Frau Schweizer, wir stehen zutiefst in Ihrer Schuld. Danke. Also, Kira zieht doch nicht bei dir ein, oder wie? Von wegen Ehrlichkeit zahlt sich aus. Ich hab bloß die Klappe gehalten. Aber die wusste doch eh schon längst, dass du in sie verliebt warst, oder? Ja, aber nicht, dass ich's noch bin. Ach so. Weißt du, wenn ich gelogen hätte, dann würde sie längst ihren Umzugskarton packen, ja? Und wer weiß, auf Dauer hätte vielleicht noch eine Chance bei ihr. Der große Frauenversteher Xaver kommt nicht klar, weil er von dem Mädchen Korb kriegt. Ja, es ist der zweite und ich brauche wirklich keinen dritten. Ja, dann ist sie dir nicht wichtig genug. Nee, das Problem ist, ich bin ihr nicht wichtig genug. Also mir ist auch schon mein Typ monatelang hinterhergelaufen, bevor ich endlich Ja gesagt habe. Ja, und was heißt das jetzt für mich? Ja, dass du zu früh aufgibst. Männer sind anders als Frauen. Das habe ich ja noch nie gehört. Ja, offensichtlich. Zack, zack, ab ins Bett läuft bei uns nicht. Wir wollen erobert werden. Als ob ich es bei Kira darauf abgesehen hätte. Ja, in diese Richtung habe ich bei ihr noch nie was probiert, okay? Ja, aber von der Ferne anhimmeln ist jetzt nicht erobert werden. Du musst dir schon was einfallen lassen. Ja, aber mehr als ihr zeigen, wie viel sie mir bedeutet, kann ich auch nicht machen. Doch! Du musst es ihr beweisen, zeigen, handeln. Du musst dir was total Romantisches überlegen, was abgefahren ist. Darauf stehen Frauen. Danke. Warte mal. Was genau soll ich mir jetzt noch einfallen lassen? Ja, das ist die Kunst, mein Lieber. Thank you.
Herr Sonnbichler? Ah, ja. Oh je. Wie viele Kilometer haben Sie denn schon hinter sich? Zwei. Ja. Gut. Also jetzt erstmal durch die Nase einatmen und schön langsam durch den Mund wieder aus. Besser? Na. Okay, ich will Ihnen nicht zu nahe treten, Herr Sonnbichler. Aber ohne einen guten Trainingsplan, da werden Sie den Halbmarathon kaum schaffen. Ja, mei. Jeder Weg fängt mit einem ersten Schritt, oder? Ja, aber trotzdem dürfen Sie Ihren Körper nicht überfordern. Haben Sie sich überhaupt gedehnt? Das ist das A und O vorm Training und nach dem Training. Ach, was? Da verlaufe ich auch nicht schneller. Das nicht, aber das Verletzungsrisiko sinkt und Sie werden insgesamt beweglicher. Ja. Stehen Sie mal auf, ich zeige Ihnen ein paar Übungen. Bei der ersten geht's. Fralle? Gut. Ein Bein hier ablegen und so leicht nach vorne beugen. Das lockert die Muskeln. Ja, machen Sie mit. Knie nicht ganz durchdrücken. Und schön langsam nach vorne. Okay? Langsam. Das schaut aber eher aus wie beim Ballett, oder? Langsam, langsam. Hey, hey, ja. Alles gut. Geht's. Das ist keine gescheite Übung. Ja, Sie werden verstehen, dass ich momentan kaum in der Lage bin, geschäftliche Meetings zu führen. Was einen wichtigen Termin in den nächsten Tagen anliegt, das habe ich bereits verlegt. Den Rest überlasse ich Ihnen. Ja. Ich soll die Geschäftsführung übernehmen. Ja, zumindest für heute. Zusammen mit meiner Ex-Frau, dann sehen wir weiter. Trauen Sie sich das zu? Ja. Ja, doch. Ich habe ja Konstantin immer über die Schulter geschaut. Was genau hat er eigentlich? Er wird doch wieder gesund, oder? Ja, können wir nur hoffen. Momentan ist er noch ohne Bewusstsein. Und solange das so ist, sind wir, meine Frau und ich, uns meistens im Krankenhaus aufhalten. Damit wir uns nicht missverstehen. Sie übernehmen nur das Tagesgeschäft. Für alle anderen wichtigen Entscheidungen bin weiterhin ich zuständig. Ja, ja, selbstverständlich. Sollten Sie unsicher sein oder Fragen haben, wenden Sie sich an. Bitte an Charlotte. Die wird ohnehin auf Sie zukommen. In Ordnung, ja. Ja, das war's. Viel Erfolg. Ich verlasse mich auf Sie, Steindler. Ich werde Sie auf gar keinen Fall enttäuschen, Herr Direktor. Und ich hoffe, dass Konstantin bald über den Berg ist. Halten Sie mich auf dem Laufenden, ja? Ja. Herr Fürstenhof, Sie sprechen mit dem Geschäftsführer Xaver Steindler. Also wenn das bei Frauen nicht ankommt, dann weiß ich auch nicht. Schatz. Wie geht's Konstantin? Darf ich zu ihm? Der wird immer noch untersucht und ist nach wie vor bewusstlos. Und? Die Diagnose? Michael wollte sich noch nicht äußern dazu. Ja, aber der muss doch irgendeine Vermutung haben. Ich meine, wie schwerwiegend das Ganze ist. Du, wir müssen einfach abwarten und hoffen. Ja, und wie lange wird das dauern? Doch nicht den ganzen Tag, oder? Konstantin liegt da drin und kämpft um sein Leben. Ja, ich weiß. Ich weiß. Und ich darf nicht zu ihm. Ich meine, du kannst dir vorstellen, wie schlimm das gerade für mich ist. Ja, gut, weißt du, ich leiste dir Gesellschaft, egal wie lange das jetzt dauert. Und wir setzen uns einfach hier zu. Marlene? Ich habe nicht ganz so viel Zeit. Ich muss mal ganz kurz nach München fahren. Ari hat mich für eine Musical-Hauptrolle vorgeschlagen. Die warten da auf mich. Was, du willst Konstantin jetzt alleine lassen? Schatz, ich kann doch gerade gar nichts für ihn tun. Ich meine, ich kann doch nicht mal zu ihm rein. Ja, aber wenn die Untersuchungen abgeschlossen sind, dann lassen sie dich sofort zu ihm. Ja, und was, wenn er dann immer noch bewusstlos ist? Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Marlene, das ist die Musical-Hauptrolle. Du weißt doch, was das für mich bedeutet. Mama, wenn die dich haben wollen, dann wollen die dich morgen genauso wie heute. Ach, Schatz, das ist doch Blödsinn, das weißt du doch selber. Du weißt doch, wie das Showbiz funktioniert. Wenn du da nicht jetzt auf der Matte stehst, dann servieren die dich sofort ab. Und was machst du, wenn Konstantin bis dahin... Marlene, bitte. Jetzt mal den Teufel bitte nicht an die Wand. Wenn das Ganze hier lebensbedrohlich wäre, das hätte uns doch dein Freund gesagt. Schatz, sobald es schlimmer wird, dann rufst du mich sofort an, okay? Das ist nicht okay, das ist überhaupt gar nicht okay. Marlene, ich bin so schnell als möglich wieder da. Thank you.
Madre de Dios. Was hast du dir nur dabei gedacht? Bitte, beschütze meinen Constantino. Nimm ihn mir nicht weg. Bitte. Ja? Darf ich reinkommen? Ja, aber du hättest doch nicht anzuklopfen brauchen. Du weißt, ich hab's ja nicht so mit der Kirche. Aber jetzt würde ich gerne mit dir beten. Du kannst ruhig stehen bleiben. Nein, danke. Ich glaube, ich hole mir lieber ein Kissen. Auf mein Knie. Vater unser? Ja, das einzige Gebet, das ich kann. Padre nostro, che stai sul cielo, santificato sia il tuo nome, venga a noi il tuo regno, ad esempio come parte del cielo, come nel cielo. Gustl, der ist vielleicht ein Sturesel. Glaubst du, ich krieg den aus dem Bett? Dabei würde dem ein bisschen Bewegung sehr gut tun. Ja, wenn's überhaupt ein Hexenschuss ist. Ja, vielleicht hat er sich auch nur was gezerrt. Also zum Niederbühl können wir nicht schicken. Der sieht sofort, wen er vor sich hat. Weißt du, ich bin dieses blöde Erbspiel jetzt wirklich bald leid. Hildegard, es geht um viel Geld und wir waren uns einig. Ich kann's jetzt langsam nicht mehr hören. Machen wir uns jetzt erstmal einen Kaffee. Weißt, ein Gutes hat das Ganze schon. Ich kann endlich wieder mal aus dem Haus gehen, solange der Gustl in seinem Bett liegt. Tja, da kannst du uns gleich einen Kaffee mitbringen. Ja, mach ich. Sag mal, was sagst du denn zu dem Vorabdruck vom Julius? Oder hast du es noch nicht durch? Doch, aber also es war auf alle Fälle die richtige Entscheidung, die Geschichte im Mittelalter spielen zu lassen. Aber das ist ja der Wahnsinn. Hast du das schon gelesen? Was denn? Hinter dem beflissenen Kammerdiener, der in Wirklichkeit finstere Absichten hegt, steckt kein geringerer als Chefportier Alfons Sonnbichler. Ja, aber Moment mal, das kann doch nicht in dem Roman stehen. Den habe ich doch akribisch gelesen. Nein, das steht in diesem Begleittext da drin. Ja, aber über dich steht auch was Schönes da. Was? Über mich? Was denn? Ja. Denn für die dümmliche und klatschsüchtige Mamsell diente Sous-Chefin Hildegard Sonnbichler als Vorlage. Wer hat denn das geschrieben? Ja, steht kein Name dabei. Aber sie kriegen alle ihr Fett weg. Der Konopka, der Direktor, alle. Sag mal, der Julius? Nein, Hildegard, der wird sowas nie schreiben. Der ist unser Freund. Ja, geschrieben hat er es vielleicht nicht. Aber gesagt? Ja, niemals, Hildegard. Was? Wie kann Mama jetzt zu diesem Casting fahren? Ich verstehe es einfach nicht. Ich würde niemals den Mann, den ich liebe, in einer solchen Situation alleine lassen. Für keine Rolle der Welt. So weit wäre es nie gekommen, wenn ich Konstantin nicht beim Aufhängen des Banners geholfen hätte. Er hätte nicht mit mir gesprochen und das defekte Kabel bemerkt. Er darf nicht sterben. Lieferservice, frisch gedruckte Kanada-Fotos. Danke. Bitte. Aber als Gegenleistung ziehe ich trotzdem nicht bei dir ein. Nein, ich habe ein ganz anderes Attentat auf dich vor. Ich brauche einen Blumenstrauß. Für Konstantin? Nee, ich glaube, der darf noch gar kein Grünzeug in seinem Krankenzimmer haben. Gibt es denn mittlerweile schon was Neues? Nee, aber Konstantin ist ja ein Kämpfer. Der wird sich ja von so einem Leitersturz nicht umhauen lassen. Wie viel darf der Strauß denn kosten? Du, Geld spielt gar keine Rolle, aber er sollte besonders sein. Besonders?
Ja, wie sage ich denn das jetzt am besten? Also aufwendig, aber stilvoll und mit einem Touch Romantik. Für wen legst du dich denn so ins Zeug? Eine ganz besondere Frau. Habe ich neulich erst kennengelernt. Mhm. Ja, ich weiß, das kommt jetzt wahrscheinlich ein bisschen komisch vor, aber so ist das Leben nun mal. Steckt voller Überraschungen. Mhm. Schön für dich. Oder findest du es jetzt blöd, dass ich ausgerechnet dich darum bitte? Also ins Dorf schaffe ich es nämlich nicht mehr. Gar nicht. Ich freue mich für dich. Okay, danke. Ja, pass auf, dann bring mir den Strauß doch bitte nach ins Büro, ja? Ja, ich muss jetzt auch los. Ich habe sehr viel zu tun. Ich bin jetzt quasi Geschäftsführer. Es scheint ja ein aufregender Tag für dich zu sein. Ja. Wissen Sie schon Näheres? Michael hat mich gebeten, Sie anzurufen. Er kommt jeden Moment her. Oh, oh Doktor. Herr Niederbühl, Sie haben ein Ergebnis und kein positives Ihrem Gesichtsurteil nach zu urteilen. Bitte, sagen Sie einfach, was los ist. Im Sinne der Schweigepflicht und dass ich nur engsten Angehörigen Informationen geben darf. Oh, Schweizer hat den ganzen Tag hier ausgeharrt. Nur ihr haben es zu verdanken, dass unser Sohn überhaupt noch am Leben ist. Bitte reden Sie. Also gut. Ihr Sohn ist immer noch bewusstlos. Heißt das, er liegt im Koma? Wir haben eine Blutung in seinem Gehirn lokalisiert, die wahrscheinlich durch den Sturz entstanden ist. Ihr Sohn leidet an einem mittelgradigen Schädelhirntrauma. Muss er operiert werden? Wir können ihn momentan noch medikamentös behandeln. Zum Glück ist die Blutung relativ schwach. Und da ist dieses konservative Vorgehen, wie wir es nennen, auch unbedingt vorzuziehen. Und wenn die Blutung zunimmt? Kommen wir um einen Eingriff nicht herum. Aber wie gesagt, die Blutung ist nicht besonders stark. Das mag jetzt alles sehr schlimm klingen, aber es gibt durchaus Anlass zur Hoffnung. Wie konnte es dazu kommen? Sie hätten diesen Irrsinn verhindern müssen. Wozu sind denn Sie meine Agentin überhaupt? Dafür hätte ich von dem Artikel vorher wissen müssen. Alle sind Sie namentlich genannt. Selbst die Zombieklers werden erwähnt. Woher wissen die von der Zeitung überhaupt, dass meine Romanfiguren auf lebende Vorbildern basieren? Herr König, ich kann mir das doch auch nicht erklären. Wollen Sie sich nicht erst mal setzen? Nein. Das Verhältnis zu Ihrem Vater und mir, das hat sich erst vor kurzem eingerenkt. Da reißt mir doch jetzt den Schädel ab. Also da kann ich Sie beruhigen. Er war eher amüsiert. Aha. Ja, wirklich. Ihn hat der Artikel völlig kalt gelassen. Damit kann ich bei Herrn Werner Saalfeld wohl nicht rechnen. Was ist, wenn der einstweilige Verfügung beantragt? Glauben Sie denn, dass er das machen wird? Alles andere wird mich wundern. Und wie stehe ich vor meinem Verlag da? Gott, die verlangen ja ab sofort meinen Vorschuss zurück. Im Gegenteil. Also dem Verlag kann eine einstweilige Verfügung nur recht sein. Ja. Ja, das bringt Schlagzeilen und die fördern den Absatz. Hm. Also auf so eine Art von Werbung, da kann ich gut und gern verzichten, wirklich wahr. Herr König, wenn Sie heutzutage einen Bestseller lancieren wollen, da reicht ein Vorabdruck in einer kleinen Tageszeitung leider nicht mehr aus. Da müssen Sie schon mehr Staub aufwirbeln. Indem ich andere Menschen denunziere? Also wirklich nicht. Also ich bin mir sicher, Herr Saalfeld wird Ihnen noch dankbar sein. Im Fürstenhof rennen Sie ihm bestimmt bald wieder die Türen ein. Und zwar deswegen. Alle werden die echten Menschen sehen wollen, die hinter den Romanfiguren stecken. Das fehlt mir gerade noch. Ja, und sie wird man auch kennenlernen wollen. Wir sollten eine Signierstunde veranstalten. Am besten im blauen Salon. Moment, der ist doch... Moment. Sie haben doch das Ganze ausgeheckt. Sie stecken hinter dieser Enthüllungsaktion, oder?
dann haben Sie ja auch diesen Artikel geschrieben. Jetzt geben Sie es zu. Warum denn eigentlich kein Gartenzwerg? Ist doch ganz süß für so einen Blumenstrauß. Ich finde Gartenzwerge irgendwie spießig und Xaver wollte was Besonderes. Xaver hat den bestellt? Mhm. Aufwendig, mit Stil und einem Hauch Romantik. Das hat er gesagt. Ich frag mich nur für wen. Aber vielleicht tut er ja auch nur so. Tut wie? Als ob er eine neue Liebe hätte. Ich würde mich nicht wundern, wenn es mal wieder eine typische Xaver-Aktion wäre, weil ich nicht bei ihm eingezogen bin. Ach, du bist nicht bei ihm eingezogen? Jetzt erzähl nochmal von vorn. Xaver empfindet noch was für mich. Zumindest hat es sich heute Morgen noch so angehört. Und jetzt will er auf einmal die Frau seines Lebens getroffen haben. Das ärgert dich. Quatsch, ich find's nur seltsam. Ja, wenn die eine Nein sagt, geht er ja zur nächsten. So ist Xaver halt. Wie gesagt, heute Morgen hat sich das noch ganz anders angehört. Und es ärgert dich doch. Nein. Es beweist nur, dass man Männern eben kein Wort glauben kann. Und übertreibst du mal wieder maßlos. Nein. Das war mit Carsten nicht anders. Wenn man noch nicht mal auf ein Willst du mich heiraten was geben kann und vorm Altar stehen gelassen wird, ist eben doch alles nur hohles Geblubber, was Männer so von sich geben. Wenn Sie im Zusammenhang mit meinem Roman etwas veröffentlichen wollen, dann hast du es schon vorher mit mir zu besprechen. Zu sowas wie das da, da hätte ich doch niemals meinen Segen gegeben. Jetzt regen Sie sich mal wieder ab. Von meiner bevorstehenden Hochzeit ganz zu schweigen. Charlotte ist total verstimmt. Ich kann von Glück sagen, wenn sie sich nicht anders überlegt. Also Frau Saalfeld kommt ja nun bestens weg. Ach, soll ich Ihnen dafür auch noch dankbar sein? Jetzt passen Sie mal auf. Wann und wie meine zukünftige Frau in der Öffentlichkeit steht, das haben nicht Sie zu entscheiden. Und weil wir gleich dabei sind, wie haben Sie sich erdreistet, meine Freunde zu nennen? Klatschsüchtig, dümmlich und finster. So habe ich den Kammerdiener und die Kaltmamsell genannt, nicht die Sonnenbichlers. Aber die Namen sind Ihnen doch zugeordnet, ist doch gehupft wie gesprungen. Herr König, Sie wissen viel zu wenig von dem Business. Wollen Sie Erfolg haben? Ja oder nein? Nicht um jeden Preis. Wissen Sie eigentlich, wie viele Neuerscheinungen in Deutschland jährlich auf den Markt kommen? Nein. 80.000. Da reichen ein paar liebe, nette, schöne Worte leider nicht aus, wenn man ganz oben mitmischen will. Liebe, nette, schöne Worte? Also so denken Sie von meinem Roman, es gibt. Müssen Sie denn alles auf die Goldwaage legen? Das hier, Herr König, ist das Tor zum Bestseller. Und ich habe es Ihnen gebaut. Dann reißen Sie das gleich mal wieder ab. Solche unsaubere Methoden sind nicht mein Stil. Sie sind gefeiert. Hier bist du. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Als ich zu Konstantin ins Zimmer zurückkam, da warst du nicht mehr da. Doris. Das ist alles ein einziger Albtraum. Konstantin darf nicht sterben. Bitte, Mann, tu was. Sie hat die besten Ärzte, liebe sie. Mehr als sie kann ich auch nicht tun. Wenn wir ihn verlieren, deine robuste Natur. Wer schafft das? Wir müssen nur fest dran glauben. So. Ich hoffe, er entspricht deinen Vorstellungen. Mhm. Ist nicht schlecht. Aber? Ist nicht ganz auf den Punkt. Was stört dich? Zu groß? Zu klein? Nee, die Größe ist es nicht. Sondern? Ist ein bisschen kitschig, oder nicht? Du hast gesagt, aufwendig mit einem Hauch Romantik. Ja, gut, aber nicht so. Aber wenn Männer Romantik wollen, wollen sie in der Regel Herzchen. Und Frauen, was wollen die? Kommt auf die Frau an. Sehr hilfreich, danke.
Naja, du musst deine geheimnisvolle Unbekannte besser einschätzen können als ich. Sofern es sie überhaupt gibt. Ja, und wie es die gibt, die ist die großartigste und wundervollste Person auf diesem Planeten. Sava, mal ehrlich. Wenn du das hier alles nur inszenierst, um mich irgendwie eifersüchtig zu machen, dann spar dir die Mühe. Quatsch, wie kommst du denn darauf? Du willst doch gar nichts von mir, oder? Eben. Ja, eben. Nein, ich brauche einfach deinen Rat als Frau und als Gärtnerin. Ne? Du hast einfach das bessere Auge. Das lass mich doch nicht hängen. Gut. Also auf keinen Fall Herzchen. Sondern? Eher schlicht, farblich abgestimmt. Blumen sprechen für sich und Rosen erst recht. Ja, wunderbar, dann mach das so. Stell den Schloss einfach so zusammen, so wie du ihn am liebsten hättest. Ich bin mir sicher, der gefällt dann auch meiner Traumfrau. Ich will da einfach nichts falsch machen. Klar. Ruf mich dann an, wenn du fertig bist, ja? Sonst noch was? Ja, bring ihn mir bitte nicht ins Büro, sondern in die Laube. Wieso? Weil ich das so möchte. Ich würde alles dafür geben, dass Konstantin aufwacht. Wenn ich nur irgendwas tun könnte. Hallo Konstantin. Ich bin's, Marlene. Solltest du nicht langsam nach Hause gehen? Auch für dich war es ein sehr anstrengender Tag. Du, ich warte noch, bis Mama da ist. Ich habe gerade die neuesten Untersuchungsergebnisse bekommen. Sein Hirndruck ist gestiegen. Das deutet auf eine stärkere Blutung hin. Und jetzt? Ja, noch ist die gefährliche Grenze nicht erreicht. Dazu wird er ja beobachtet. Aber das ist kein gutes Zeichen. Wenn ich ehrlich bin, nein. Das heißt dann, dass ihr operieren müsst, wenn der Druck weiter steigt. Ehrlich ist das? Marlene. Sag mir die Wahrheit. Jeder Eingriff ist ein Risiko. Das habe ich dir doch auch vor deiner Operation gesagt. Ja, aber Bein ist doch kein Gehirn. Ja, aber wir haben sehr gute Chirurgen hier. Und noch steht das ja überhaupt nicht zur Debatte. Das Koma, wie lange wird das dauern? Wie lange wird er im Koma bleiben? Das kann man überhaupt nicht sagen. Dazu ist das Phänomen Koma noch immer unzureichend erforscht. Aber es kann rein theoretisch sein, dass er jeden Moment hier auch wieder aufmacht. Der eine wacht auf, der andere nicht. Und wir haben keine Erklärung dafür. Alles in Ordnung, Werner. Danke, dass du fragst. Ich habe einfach diese Krankenhausatmosphäre nicht mehr tragen. Ja, bis später.
Bis kurz. Herr König, dieses Lichtflackern im Hotel. Es war Ihre Aufgabe, die Störquelle zu finden. Warum haben Sie das nicht getan? Ja, das hat ein bisschen gedauert, aber mittlerweile habe ich den Schaden behoben. Nachdem mein Sohn an dieses Kabel gekommen und von der Leiter gefallen ist. Ja, ich habe davon gehört, es tut mir wirklich leid. Ich hoffe, er hat sich nicht ernsthaft verletzt. Ernsthaft verletzt? Er hat einen Schädelhirntrauma und liegt im Koma, weil Sie unfähig sind. Wenn Sie dieses verdammte Kabel entdeckt hätten, würde er jetzt nicht um sein Leben kämpfen. Entschuldigen Sie, aber wer hätte denn das ahnen können, dass das so eine Katastrophe ist? Bitten Sie, dass mein Sohn überlebt. Wenn ich Konstantin durch Ihre Schlamperei verliere, gnade Ihnen Gott. Frau von Lorden, ich kann Ihnen aufrichtig versichern, dass mir das leid tut. Wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann... Ich möchte nicht, dass Sie Ihre Hochzeit in meinem Haus feiern. Der Termin im Blauen Salon ist hiermit gecancelt. Warte mal, hat der und die Charlotte wohl noch ein Wörtchen mitzureden? Ganz bestimmt nicht. Feiern Sie doch, wo Sie wollen, aber nicht im Fürstenhof. Oh, du bist... Mein Gustl! Musst du jetzt mit diesen Dreckschuhen hier durchlaufen? Du siehst doch, dass ich gewischt habe. Willigert, hätte ich nur nicht auf die gekehrt, von wegen, ich brauch Bewegung. Was ist denn nun schon wieder los? Kannst du das einmal bitte wegnehmen? Mein Fuß hab ich mal verstaucht. Das soll ich dir jetzt glauben? Ja, gerade, dass ich es noch bis daher geschafft hab. Ein paar Meter weiter und ich war wahrscheinlich zusammengebrochen. Sag mal, das ist nicht wieder sowas wie mit diesem angeblichen Hexenschuss, was? Der dann auf wundersame Weise durch meinen Schweinsbraten geheilt wurde. Aber was heißt denn da angeblichen Hexenschuss? Und geheilt ist er auch nicht. Das ist mir bloß ein bisschen besser gegangen, weil ich Bewegung gehabt habe. Ja, das habe ich dir doch gesagt. Aber das hilft mir jetzt mit meinem Fuß auch nichts. Kannst du mir bitte mal helfen? Nein. Oh. Also bei dir... Vorsicht. No. Hier ist immer was anderes los. Sag mal, wie hält denn die Käthe das aus? Wo ist der Alfons? Der hat sich eine Stunde hingelegt. Oh, wei. Oh, entschuldige. Das ist ja tatsächlich geschwollen. Ja, freilich, was hast denn du gedacht? Moment, ich hol dir was. Du, ich hab auch noch eine abschwellende Salbe. Ich muss nur gucken, wo die ist. Hoffentlich ist da nichts gebrochen. Boah, ist das kalt. Na, da hättest du doch gar nicht mehr auftreten können. Ja. Halt mal still, Moment. Oh, ist das kalt. Ja. Pass auf. Danke. Ja, aber den Halbmarathon, den können wir jetzt vergessen. Ich meine, trainieren ist vorerst nicht drin. Ja, das war's ja dann wohl mit der Erbschaft. Das traue ich mich nicht, dem Alfons zu sagen. Romantisch genug? Romantischer kann ich nämlich leider nicht. Nein, der ist wunderbar, der ist wunderbar. Und wenn er dir gefällt, dann wird er ihr auch gefallen. Triffst du deine neue Flamme hier? Das habe ich mir fast gedacht. Ja, wenn ich der Dame meines Herzens meine Verehrung erweise, dann möchte ich das auch in angemessener Umgebung tun. Und mit hochtrabenden Worten nehme ich an. Ja, das Ambiente hier ist ja schöner als mein Büro. Gut, ich will ja nicht stören und wenn sie gleich hier ist, dann... Sie ist schon hier. Bitte schön. Ich weiß, du willst nichts von mir. Das habe ich auch akzeptiert. Aber das ändert nichts daran, dass du meine absolute Traumfrau bist. Und das wollte ich damit gerne noch mal unter Beweis stellen. Du hast einfach einen Knall. Jetzt muss ich aber ganz wirklich dringend ins Krankenhaus. Jetzt ist erstmal Feiern angesagt. Dann kannst du dich immer noch um deinen Liebsten kümmern. Wie soll ich jetzt feiern, wenn Konstantin im Koma liegt? Ein bisschen freuen darfst du dich schon. Ja, ich freue mich ja auch. Vorausgesetzt, ich kriege überhaupt die Rolle. Du bist die Favoritin.
Darüber waren sich die beiden Produzenten einig. Endlich wieder auf einer richtigen Bühne stehen vor einem riesigen Publikum. Ich meine, das wäre ein Traum. Marlene, hallo. Du, stell dir vor, ich wollte auch gerade anrufen. Was heißt das? Verstehe. Ja, ich komme. Ich komme sofort. Was ist passiert? Die Hirnblutung hat sich verschlimmert. Das heißt, er muss operiert werden? Das heißt, dass Konstantin vielleicht nie wieder aufwacht. Ganz ruhig. Ich fahre dich hin. Nein. Das musst du gar nicht. In diesem Zustand würde ich dich nirgends alleine hinlassen. Was mache ich hier eigentlich? Michael hat vorhin schon so komisch reagiert, dass ich immer noch nicht heimgegangen bin. Ich kann Konstantin nicht alleine lassen. Wenn ich mir vorstelle. Nein. Daran darf ich nicht mal denken. Bitte wach auf. Bitte komm wieder zurück. Ich liebe dich doch. Sie sind kein Hirnspezialist. Ich behandle Ihren Sohn nicht alleine. Nein, aber ich hätte gern noch eine zweite Meinung. Wie, du fährst heim? Ja, laufen kann ich so oder so nicht mehr. Und daheim bei der Kette erhole ich mich wirklich schneller als wir da. Also bitte nichts für ungut, aber... Nicht nur er dürfte sauer sein. Auch Herr Sonnbichler, Frau Sonnbichler, Herr Saarfeld, Frau Saarfeld. Ich habe wegen Michael schon ganz schlechtes Gewissen. Er ist mein Freund. Aber du empfindest mehr für Konstantin, als du dir eigentlich eingestehen möchtest. Das darf nicht wahr sein. Sie denn von allen guten Geistern verlassen? Bitte? Mehr Videos finden Sie in der Das Erste Mediathek.